Die Ausstellung Constructive Alps zeigt die 32 Projekte, die für den diesjährigen Architekturwettbewerb Constructive Alps nominiert sind. Es ist eine Auswahl, die eine Jury ausgewählt hat aus 360 eingegebenen Architekturprojekten zu nachhaltigem Bauen und Sanieren in den Alpen. Es sind Projekte aus dem ganzen Alpenraum, von Ljubljana bis Nizza. Und es sind auch ganz unterschiedliche Gebäude, die da ausgestellt sind und eingereicht wurden. Das sind Ferienhäuser, Häuser, wo Leute drin wohnen in den Alpen, also Wohnhäuser, Kindergärten bis hin zur SAC-Hütte, die wirklich das Bauen in der hohen Höhe zeigen. Der Wettbewerb untersuchte die ökologische, die ökonomische, die soziale und die energetische Nachhaltigkeit von Projekten und er stellt fest als Trend, diese vier Kriterien werden heute weitgehend erreicht, vor allem in der energetischen Nachhaltigkeit ist sehr viel geschehen. Was ein wichtiger Trend ist, ist die Renaissance des Dorfes, wo all diese Kriterien zusammenkommen zu einem Ganzen. Das Thürelihus ist eines der ausgezeichneten Projekte im Architekturwettbewerb. Es ist ein 500 Jahre altes Gebäude, das lange Zeit leer stand und nun sehr sorgfältig saniert und renoviert wurde. Die Spuren der Vergangenheit sind erhalten und es ist nun ein belebter Ort im Dorf Wallendas entstanden, wo Leute Ferien machen und Baukultur erleben können. Auf den ersten Blick verbindet man mit nachhaltigem Bauen vor allem Energiekennzahlen, aber die Projekte, die hier gezeigt werden, da geht es um ganz viel mehr. Es geht um regionale Entwicklung, es geht um Identität von Bergdörfern, es geht vor allem auch um Räume, wo sich Leute wohlfühlen und auch darin leben. Und das war uns ganz wichtig bei der Konzeption dieser Ausstellung. Wir zeigen hier im Alpinen Museum nicht nur die Sicht der Architekten und der Jury auf dieses Projekt, sondern wir geben auch den Bewohnerinnen und Benutzern dieser Orte eine Stimme. In so einem alten Gebäude, wie stelle ich mir so vor, wie war das früher gewesen? Wie haben die Leute gelebt da drin? Ich denke, es war eine völlig andere Zeit gewesen, auch zum Teil mit grosser Armut. Ja, das ist wirklich für mich eine Zeitreise, die ich sehr spannend finde, die ich auch gerne darüber lesen und so. Und ich finde es wirklich genial, wenn so alte Häuser eben erhalten bleiben. Ich komme selber aus einer Berggemeinde, ich weiss, was Abwanderung bedeutet und so denke ich, kann man wirklich auch wieder ein Stück Leben zurückholen in solche Dörfer. Die Ausstellung startet hier im Alpinen Museum in Bern und geht danach auf Reisen durch die verschiedenen Länder, wo Projekte eingereicht und ausgezeichnet wurden.